Zum ersten Mal seit fast 7 Jahren hat Deutschland für einen Monat den Vorsitz im UN-Sicherheitsrat. Bundesaußenminister Heiko Maas leitete erstmals eine Sitzung des wichtigsten Gremiums der Vereinten Nationen. Thema war der Schutz humanitärer Helfer. Die CDU hatte sich zuletzt für einen gemeinsamen europäischen Sitz im Sicherheitsrat ausgesprochen. Frankreich ist aber dagegen und will seinen eigenständigen Sitz behalten. Maas blieb diesbezüglich zurückhaltend. Wenn zwei Länder wie Deutschland und Frankreich, die jahrhundertelang gegeneinander Krieg geführt haben, sich darauf verständigen, im Sicherheitsrat den Vorsitz, den man nacheinander ausübt, gemeinsam wahrzunehmen, dann ist das ein wichtiges Zeichen, dass was wir geschafft haben, zwischen unseren beiden Ländern, die von Erbfeinden zu den besten Freunden auf der Welt geworden sind. Wegen einer Reifenpanne im Regierungsflieger Konrad Adenauer war Maas zu spät am UN-Hauptquartier New York angekommen und hatte deshalb den Auftakt eines informellen Treffens verpasst. Auf Twitter nahm er prompt dazu Stellung, es habe sich nur um ein Pressestatement gehandelt, welches bereits nachgeholt wurde. Auch Kanzlerin Angela Merkel hatte im November massive Probleme mit demselben Flugzeug und kam damals einen Tag zu spät zum G20-Gipfel in Argentinien.